Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit verließ Jesus die Stadt und ging, wie er gewohnt war, zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, eigentlich ist es schon arg, dass der Körper leiden kann. Und wie viel ein menschlicher Körper leiden kann, wie viel Schmerzen er erträgt. Ich denke an so manche alten Leute, kranke Leute, über Jahrzehnte hindurch. Wenn man es nicht selbst miterlitten hat, begreift man es nicht. Und doch, wenn der Leib einmal nicht mehr leiden kann, fällt man in Ohnmacht oder sonst etwas. Aber die Seele kann nicht in Ohnmacht fallen. Die leidet oft viel mehr und viel länger. Und man sieht es nicht. Es ist unbeschreiblich, wie viele Menschen leiden können oder müssen. Es ist unglaublich, dass diese Menschen nicht einfach tot umfallen mit dem, was sie für einen Schmerz haben, was sie alles niederdrückt und belastet und auslaugt. Verletzt und enttäuscht. Und doch müssen sie jeden Tag neu aufstehen, die Augen öffnen und weitergehen. Und es kann ihnen niemand helfen. Und oft ist der Herr selbst ihnen so fern. Der Glaube sagt: Auch all dieses Leid ist vom Herrn unterfasst, eingeborgen in sein Leid. Wenn er im Ölgarten Blut schwitzt, in extremster Not und Angst und Belastung ist es so, dass dieses körperliche Phänomen auftritt. Es ist auch sehr schmerzhaft. Und macht die Haut dann für alle weiteren Folterungen umso schmerzempfindlicher. So wie wenn man lauter eine offene Haut hat. Auch Jesus hat gesagt: Herr, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Am Kreuz hat er gesagt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Rufen in eine Dunkelheit hinein, die sich zwischen diesen beiden Aussagen immer mehr ausgedehnt hat. Und die doch die Nähe des Vaters ahnt und glaubt.
uns treu bleibt. Bis zum Letzt, wo der Herr seinen Geist aushaucht und sagt, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Er haucht seinen Geist aus. Jesus hat alles gegeben. Er hat alles erlitten. Das tiefste Leid, das ein Mensch erfahren kann, um jedem Menschen nahe zu sein, der leidet. Damit jeder das Kreuz in die Hand nehmen kann und sagen, ja, dieser Jesus ist mir so nah. Und daraus Trost finden kann. Auch wieder, so wie bei Jesus, durch die Dunkelheit hindurch. Aber der Unterschied zur Hölle ist, da gibt es dann niemanden mehr. Aber hier schon. Und aus dieser Quelle der Treue, der Hingabe des Leidens entspringt das Blut des Herrn. So einen teuren Preis hat der Herr bezahlt in seinem Leiden für diese Quelle. Ja, man kann bluten sehr bald einmal, gell? Reißt wieder auf, bleibt nur. Aber das ist ein anderes Bluten, das einen anderen Preis hat. Wenn Jesus sein Blut vergießt am Kreuz, dann bluten nicht nur Wunden, dann ist nicht nur die Haut verletzt oder Blutgefäße, sondern es ist zutiefstes Opfer der Seele, Hingabe, Treue, Leiden. Und deshalb ist dieses Blut Jesu auch so heilsam, weil seine ganze Liebe da drinnen ist, seine ganze göttliche Kraft, den Tod, Krankheit und Leid und das Böse zu überwinden. Wenn wir die Heilige Messe feiern, dann ist das nichts anderes. Mein Blut für euch vergossen. Der Blut des neuen und ewigen Bundes zur Vergebung der Sünde. Es muss uns gewahr werden, was Jesus für uns getan hat. Und wir können nur niederfallen und ihn anbeten, den danken. Aber nur eines dürfen wir nicht. Und der Gedanke liegt nahe, dass man sagt, nein, Jesus, du darfst für mich nicht so leiden. Ich bin schuldig an deinem Leid und das will ich nicht. Leide nicht für mich so. Ich kann das Geschenk nicht annehmen. Ich bin es nicht würdig. Das ist, was der Teufel dir einreden möchte. Deine Seele ist es Gott wert, für sie so viel zu geben. Und würde nur eine einzige menschliche Seele existieren, wäre sie es Gott wert. Wir sollen dankbar sein. Wir sollen all unser Sein, unsere Existenz ihm eröffnen, damit ihm alles, sein kostbares Blut gewinnen kann, um es zu heilen, zu befreien, zu erlösen, zu erneuern. Seien wir dankbar, begreifen wir seine Liebe, aber nehmen wir sein Geschenk auch in Empfang.
Bedenken wir es so oft es geht, wenn wir auf das Kreuz blicken. Amen. Vergelt's Gott.